sollte man, ich bin hier, für t sollte man 0,201 Sekunden finden. Was haben wir da für t? 0,2 Sekunden, also das ist okay. Und für f, klein f, also für Frequenz, sie haben klein f benutzt für die Frequenz und nicht Omega, okay, 4,985 und wir haben 4,97, also das ist okay, 4,97 Hertz. Und damit haben wir die Aufgabe erledigt, wir sind fertig. Ich habe sogar f hier extra berechnet, weil für mich, also für die Frequenz war ein kleiner Omega hier, aber lass uns genau, lass uns noch genau schauen, was da, ach, das muss ich noch finden, okay, gut. Bestimmen Sie die Eigenfrequenz, also damit hätte ich kleinen Omega eigentlich berechnet, es wäre auch okay gewesen, aber ja. Ich hatte eigentlich diese kleinen f noch zusätzlich berechnet, aber es war auch tatsächlich, was sie in der Lösung gegeben haben. Okay, also damit sind wir auch zufrieden, es ist gut. Jo, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.